Moin, liebe Lüt, ihr wartet schon darauf. Das letzte Video ist zu lang geworden. Deswegen Messerundgang Teil 1. Hier kommt jetzt Messerundgang Teil 2. Und wir sabbeln da nicht lange rum. Wir gehen direkt rein, da wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Hier sind wir jetzt bei Wohnmobil Arena. Auch hier steht ein Pössl, und zwar meiner. Ich fahre mit dem schwarzen Schaf nämlich ein Tuwin Plus. Allerdings hat meiner 140 PS und nicht 165 PS. Und so sieht das Standarddekor aus, das auf dem Tuwin Plus auch immer noch so verbaut wird. Das hier ist ein Modelljahr 2023, vor dem ich hier gerade stehe. 3,5 Tonnen, hat aber auch das Leitfahrwerk. Welche Motorvariante haben wir? Es ist ein Citroën in diesem Fall. Und wir sind dann mit diesen Ausstattungsvarianten, macht euch gerne ein Standbild, dann seht ihr, was da alles drin ist, bei einem Gesamtpreis von 61.728 Euro für das ausgestellte Fahrzeug. Im Pössl Tuwin Plus 2023 hat sich jetzt nicht so viel geändert. Das Dekor hier ist dann die andere Dekorvariante, die beim Pössl Tuwin Plus angeboten wird. Zieht sich auf die Sitze dann auch durch, dass dann auch andere Sitzbezüge hier verbaut werden. Ich glaube, das nennt sich hier Dakota Eiche, wenn mich nicht alles täuscht. Denn was ich im schwarzen Schaf habe, ist Apfel, meine ich, als Dekor. Das ist so das Standarddekor. Dieses hier ist aufpreispflichtig. Oberschränke sind im Wesentlichen gleich, haben aber andere Fronten. Hier so ein bisschen Klavierlackoptik in Weiß. Das Ablagefach, ich mag es nicht missen oberhalb der Sitzgruppe. Natürlich muss man vorsichtiger sein beim Einsteigen, dass man sich den Kopf nicht anrammt. Aber was ich hier drin unterkriege, das ist an Schrankfläche nicht zu ersetzen. Wir haben auch immer noch, das ist Modelljahr 2023, eine schöne, vernünftig schwere Tischplatte. Das habe ich in einigen Herstellern jetzt schon inzwischen wesentlich dünner gesehen. Das wird dann natürlich auch wabbeliger. Die Küche kommt mir sehr bekannt vor, hat aber einen anderen Hersteller jetzt. Bei mir ist noch eine Dometic verbaut. Hier ist jetzt eine Chan verbaut, aber ebenfalls wieder zwei Flammen. Das Waschbecken, selbe Größe wie meins. Und auch die Anordnung der Schubladen unterscheidet sich nicht zu meinem. Auch die Zweiteilung habe ich genauso bei mir drin. Und das untere Fach ist auch zweigeteilt. Das macht sich auch ganz gut, weil man kann ein bisschen organisieren. Hier habe ich Lebensmittel und da habe ich Töpfe und Zubehör. Über der Küche, wie bei mir, ein großes Fach und ein Ablagefach darunter. Der große Kleiderschrank. Den nutze ich nicht nur für Kleider, sondern hier habe ich meine Powerstation jetzt untergebracht. Damit habe ich die dann also auch dann immer im direkten Zugriff, um zum Beispiel meinen Toaster damit zu benutzen. Darunter haben wir den Kühlschrank, Absorberkühlschrank, also auf Gas 12 Volt und 230 Volt zu betreiben. Auch das Badezimmer hat sich nicht verändert, alles so wie bei mir im schwarzen Schaf. Der Duschvorhang ist hier vorsichtshalber schon mal rausgenommen worden. Das kann ich verstehen. In Messefahrzeugen geht da sonst schnell auch mal was kaputt. Ich finde das Raumbad immer noch praktisch. Ich habe hier einen zweiten Raum. Das gibt einem auch ein bisschen Privatsphäre, wenn man dann tatsächlich mal die Toilette nutzt. Man kann es auch mal auf die Schnelle als Umkleidezimmer dann benutzen. Wenn man nicht erst die Verdunklung alles runterziehen will, kann man sich hier drin auch nochmal umziehen. Was natürlich so ein Punkt ist, die Tür hier lässt sich nicht voll öffnen, die schlägt hier also an der Küchenfront an. Ich habe an der Stelle einfach einen kleinen Filzaufkleber, dass das Ganze hier nicht gegen das Möbeldekor gegenschlägt, sondern dass das Ganze dann vom Filz gebremst wird. Auf der Seite ist standardmäßig dann auch immer ein Fenster vorgesehen. Für mich ein bisschen schwierig, weil an der Stelle kommt man dann auch ganz gerne mal mit den Füßen gegen die Verdunklung oder mit dem Kopf gegen die Verdunklung, je nachdem, wie rum man liegt. Da könnte man sich gerne noch mal was einfallen lassen. Ich will mir da auch noch mal was einfallen lassen, irgendwie ein Acrylglas oder irgendwas dafür zu haben, dass das Plissé da einfach ein bisschen geschützt ist. Also bewährter Grundriss, bewährtes Fahrzeugkonzept. Den Pössl Tuwin Plus gibt es schon ganz, ganz lange.
Und das hat auch seinen Grund. Er ist einer der Verkaufsschlager, weil er einfach wirklich praktisch ist vom Grundriss her. Hier haben wir nochmal den Blick in die Heckgarage. Da sind die Aufnahmepunkte. Wenn man also die drei Matratzenteile hier, da könnt ihr sie erahnen, dann hier auf der Seite aufstapelt, dann hat man hier mit diesen Haltebändern die Möglichkeit, die Matratzenteile und auch den Lattenrost oder die beiden Lattenrostteile, die hier dann eingelegt sind, hier aufzustapeln und das Ganze dann mit den Haltebändern zu sichern. Einziges Problem dabei, es kommt Zug dadurch dann auf die Schrankunterplatte. Das kann dann dazu führen, dass diese Schrankklappe da oben ein bisschen Spiel entwickelt. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, dann eigentlich nur noch die Matratzenteile hier hinzulegen und das Band nicht zu straff anzuziehen. Wo wir hier gerade bei einem Pösselhändler sind, in Düsseldorf ist dann ja das Summit Shine, das Sondermodell, damit vorgestellt worden, dass es dort jetzt auch das Raumbad gibt. Hier haben wir jetzt mal ein Beispiel, Summit Shine 600 mit dem herkömmlichen Schwenkbad. Ich persönlich finde das eigentlich auch die schönere Lösung mit dem Schwenkbad, weil der Vorteil ist hier einfach, wir haben hier Oberflächen überall, die auch wirklich nass werden dürfen und die dann auch pflegeleicht wieder sauber zu machen sind. Das gefällt mir irgendwo besser, aber diese Badkonzepte sind Geschmackssache und das ist einfach so, dass Pössl jetzt als Messeneuheit dieses Jahr in diesem Modell auch das Raumbad zur Verfügung gestellt hat, dass man es also auch dort konfigurieren kann. Für manch einen von euch ist es dadurch vielleicht überhaupt erst ein interessantes Modell geworden. Aber ich wollte euch mal das bisherige Schwenkbad dann auch mal gezeigt haben. Der Summit Shine 600 hat dann auch schon Längsschläfer hier mit untergebracht im Grundriss, wenn die Partnerpaarung passt. Der größere Partner auf dieser Seite, der nicht so große Partner auf der Seite, das kann dann tatsächlich funktionieren in diesem Fahrzeug. Und wir haben in dem Ausstellungsfahrzeug hier dann sogar auch noch ein Hubdach darüber. Dann hat man also auch noch einen weiteren Schlafplatz für zwei Personen. Auch sonst wirkt das Fahrzeug durchaus geräumig. Dass dadurch, dass hier kein Schrank die Blickachse versperrt, ist das Ganze ein bisschen offener im Vergleich zum Pössl Touring Plus. Da nimmt doch der Schrank an der Stelle in der Raumachse wirklich dann so ein bisschen den Durchblick und auch die Durchgangsbreite. Hier kann ich relativ normal durchgehen. Was ihr schon merkt, der Sitzplatz hier, der nimmt mir ein bisschen die Bewegungsfreiheit. Auch das ist aber etwas Besonderes am Summit Shine. Denn dieser Sitzplatz hier ist optional. Der muss gar nicht da sein, den kann man also auch rausnehmen. Man muss ihn noch nicht mal konfigurieren, wenn man nur für drei Personen Sitzplatz braucht. Dann hat man entsprechend an der Stelle einen anderen Sitz. Und dann passt das nämlich auch für drei Personen. Und dann hat man hier vorne regelrecht einen Tanzbereich. Was kostet so ein Summit 600L Shine mit Aufstelldach? Da liegen wir bei 70.000 Euro. Und bitte nicht vergessen, alleine das Aufstelldach kostet eine ganze Menge. Automatik hat das hier gezeigte Fahrzeug nicht, das hätte auch noch mal den Preis nach oben getrieben. Den Summit Shine 600 noch mal in der Heckansicht. Also das Bett, ich kann es jetzt leider nicht messen, ich habe kein Messgerät hier. Ich würde die Matratze hier so auf ungefähr 1,70, 1,75 schätzen. Auf dieser Seite dürften wir eine 2 Meter Länge zusammenbekommen. Die Heckgarage ist wahnsinnig groß bei dem Fahrzeug. Das liegt aber auch daran, dass das Gasfach hier seitlich gebaut ist. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Wenn ihr da tatsächlich ran müsst, dann heißt das auch, dass ihr die Heckgarage wirklich leer räumen müsst. Mindestens so weit, dass ihr diese Tür hier öffnen könnt. Ich habe mir den Fachmann geholt. Summit 600L Shine. Ja. Ist ja Längsschläfer. Ja. Wie lang ist dieses Bett auf der Seite? 1,85 Meter. Da haben wir schon 1,85 Meter. Ja. So, guck mal, ich habe viel weniger geschätzt. Und auf der Seite haben wir volle 2 Meter. Ne? So ist es. Also das auf ein 6-Meter-Fahrzeug, das ist tatsächlich ein ganz, ganz seltenes Fahrzeug, dass auf 6-Meter-Fahrzeuglänge euch Längsschläfer mit im Grundriss untergebracht werden. Interessantes Konzept. Dankeschön. Sehr gerne. Damit bin ich dann aber auch bei Wohnmobil Arena durch und wir setzen den Messerundgang fort. Ich kriege allmählich Hunger, also ich esse euch demnächst wieder was vor. Ihr seid vorgewarnt, ihr könnt noch abschalten. Schwarz, groß, 4x4. Wieso bleibe ich eigentlich immer bei schwarzen Fahrzeugen hängen? Aber den Transit, den gucken wir uns jetzt mal an. Oder diese beiden hier. Das Ganze ist hier die Complete Edition von Etrusco. Genau genommen das Modell CV600 DF 4x4. Modelljahr 2023. Zwei Bettplätze, zwei Schlafplätze. Vier Mann können in der Fahrt mit. Und wir sind bei 75.000 Euro. Sehr hell. Weiße Fronten. Und trotzdem wirkt das nicht wie ein Krankenwagen.
weil es hier mit dieser grauen Struktur abgesetzt ist. Standard Herdplatte, ein vernünftiges Waschbecken, viel Stauraum darüber. Der Vorteil ja immer beim Ford für mich, ich bin 1,90 Meter groß, ich habe die entsprechende Raumhöhe. Dafür ist das Fahrzeug als Querschläfer ausgelegt. Das geht nur über entsprechende Ausbuchtung hinten am Fahrzeug. Das werden wir gleich von außen sehen. Denn ansonsten hat ein Transit nicht die entsprechende Breite. Aber hier haben wir einen 1,40 Meter mal 2 Meter circa Schlafplatz. Das Bad auch mit Duschvorhang, dass man nicht alles unter Wasser setzen muss. Hier ist dann auch mal netterweise was reingelegt, dass man auch tatsächlich die Duschtasse mal betreten kann. Brauche ich jetzt gar nicht. Ich sehe auch so, dass das hoch genug für mich ist und dass ich genug Bewegungsspielraum habe. Ist schon vernünftig gemacht hier. 4x4, also echter 4x4-Antrieb, das ist durchaus in dem Preis nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Deswegen ja wohl auch hier Complete Edition. Oh, guck mal, hier hat er noch gar nicht die Ausbuchtung. Da kommt er noch mit dem normalen, mit der normalen Fahrzeugbreite aus. Wie sieht es hier aus? Ich bin erstaunt. Auch hier keine künstliche Verbreiterung. Da muss ich mir doch jetzt mal jemanden schnappen, der mir tatsächlich sagt, wie breit das Fahrzeug hier ist. Die haben natürlich das allerletzte da rausgeholt. Aber hier wäre es jetzt wirklich mal interessant zu wissen, welche Breite haben die denn ohne künstliche Verbreiterung hier rausgeholt. So, wie ich vermutet habe und dank der fachkundigen Meinung vom Caravan Center kann ich euch das jetzt genau sagen. Das hier sind keine vollen 2 Meter, das sind 1,88 Meter, weil keine Verbreiterungen dran sind. Das ist beim Transit nämlich gar nicht sonst unterzukriegen mehr. Hier haben wir einen LMC Innovan, der hat die Verbreiterung. Hier könnt ihr sie sehen, das Fahrzeug steht direkt daneben. Und da haben wir tatsächlich dann auch eine Bettbreite von 2,2 Meter als Querschläfer. Es kann ja für euch passen, dass 1,88 Meter für euch längst locker breit genug sind. Dann seid ihr mit so einem Etrusco gar nicht verkehrt aufgestellt in der Complete Edition. Und ich habe gerade was gesehen. Ich möchte euch jetzt nicht unbedingt spoilern, aber es gibt hier tatsächlich dann auch auf der Messe mal wirklich günstige Angebote. Und dieses günstige Angebot ist so günstig, das kann ich nicht auslassen. Da werde ich jetzt wohl mal zuschlagen müssen. Und zwar ist das günstige Angebot hier Waffe für 2 Euro. Ja, jetzt esse ich euch wieder ein vor. Ihr könnt nicht sagen, dass ihr keine Chance hattet. Ich habe euch rechtzeitig Bescheid gesagt, aber jetzt ist erstmal Waffelessen angesagt. Mmh. Super. Und nach der Waffel können wir wieder weiter gucken. Solifair, made in Norland. Kenne ich auch noch nicht. Was haben wir denn hier? Ein Fiat Ducato oder ein... Ja, das dürfte Ducato-Basis sein. Stehen hier jetzt nur als Teilintegrierte. Schauen wir uns doch mal einen Solifair an. Kenne ich nämlich überhaupt noch nicht. Richtig schön hoch. Der Raumschnitt gefällt mir auch für einen Teilintegrierten sehr schön gemacht. Ist jetzt natürlich ein Zwei-Personen-Fahrzeug und die beiden Personen sollten auch nicht zu groß sein, wenn ich mir angucke, wie das Bett dort abgewinkelt ist. Die sollten sich auch mögen, dass sie auch irgendwo gerne in der Nähe beieinander liegen. Aber ansonsten ist das gar nicht so verkehrt gemacht, das Fahrzeug hier. Verarbeitungsqualität, das ist eine sehr solide Tischplatte, da kann man auch dran rütteln, da passiert gar nichts. Fernseherplatz ist hier schon vorbereitet. Soft Close, jawohl. Und es reicht auch, um dann ins Schloss zu fallen. Küche, das sieht fast selber gemacht aus, ne? Aber das scheint tatsächlich so, vielleicht, ja, jetzt habe ich es. Das ist eine Schutzfolie, die hier drauf ist. Das kann man dann natürlich abziehen, dann sieht das dann auch ein bisschen schierer aus. Das dürfte dasselbe Material sein von der Oberseite her. Dometic, zwei Flammen. Ich hoffe mal, dass die Wohnmobilfirma das hier abgebaut hat. Ich verstehe sonst nicht, wo die ganzen Knöpfe immer bleiben. Hier haben wir dann auch einen entsprechenden Oberschrank und eine Dunstabzugshaube.
Da gehe ich aber direkt nach draußen. Da ist nämlich auf der Außenseite nichts untergebracht und hier oben im Schrank habe ich auch keinen Schlauch gesehen. Das heißt, das hier ist Umluft. Aber immerhin, es wird gefiltert. Damit ist die Fettfilmbildung beim Kochen ja schon mal reduziert. Sehr schöner hoher Kühlschrank. Daneben, ui, ui, das ist viel größer als ich gedacht hätte. Ich habe ja hier einen Vorraum, wo die eigentliche Toilette ist. Und daneben dann noch einmal die eigentliche Dusche. Und die ist auch tatsächlich komplett so gebaut. Hier muss ich nichts Großartiges umbauen. Hier kommt einfach nur die Duschtrennwand davor. Und dann wird geduscht und dann ist gut. Und das ist jetzt das Bett, was ich eben schon habe anklingen lassen. Da kuschelt man dann mit den Füßen dann aber schon eng beieinander. Oben am oberen Bettende hat man seine 1,40. Hier eher nur noch 1,20, 1,15, 1,10 irgendwie in der Größenordnung. Macht es natürlich auch nicht einfacher, irgendwann mal die Matratze zu tauschen. Da muss man nämlich auch wieder eine so geformte Matratze haben. Aber vom Grundprinzip her kriegt man damit natürlich sehr viel und sehr offenen Raum gestaltet. Viel Ablagefläche darüber, Lautsprecher direkt über dem Bett, wenn man noch mal ein bisschen Musik hören will abends. Und hier ist auch ein Vorhang vorgesehen. Da ist er schon. Der hat aber auch, wie so oft, ne, Messeschäden. Der ist hier richtig, seht ihr das, auseinandergerissen. Da ist er schon kaputt gebrochen, auseinandergerissen. So sieht so eine Klammer normalerweise aus, weil der hier hinten natürlich gesichert ist. Die Leute reißen einfach da dran und dann geht sowas kaputt. Aber wir können uns jetzt hier vorstellen, das Ganze ist dann auch ein bisschen blickdicht gestaltet, dass man vorne nicht alle Verdunklungen runter machen muss. Wenn man nur mal einen kurzen Zwischenhalt macht irgendwo und man möchte ein bisschen Privatsphäre haben, wenn man sich dann mal kurz hinlegt, ist das ohne Probleme mit diesem Vorhang zu machen. Also ich befinde mich jetzt hier gerade im Solifair Emotion T600D, Modelljahr 23 mit 2 Schlafplätzen und 4 Plätzen in der Fahrt. Das ganze Fahrzeug, so wie es hier steht, liegt eigentlich bei 91.000 Euro. Jetzt wird hier ein Aktionsrabatt abgezogen, das heißt 89.990 Euro soll das Fahrzeug hier kosten. Was haben wir denn ansonsten für technische Daten? Modelljahr 23, 3,5 Tonnen. Das Fahrzeug ist 6 Meter lang, also der hat eine Länge wie ein normaler Kastenwagen. Er ist natürlich breiter und zwar ist er 2,32 Meter und 2,95 Meter hoch. Die 2,95 Meter sind nicht unwichtig, wenn ihr in Frankreich unterwegs seid. Ab 3 Meter beginnt dann die teurere Klasse auf den Mautstrecken. Wenn ihr unter 3 Metern bleibt und unter 3,5 Tonnen bleibt, dann dürft ihr auch Bip & Go benutzen. Kann ich euch hier nochmal verlinken, das Video. Ich habe Bip & Go seit 2 Jahren bei mir im Einsatz. Das macht das Fahren durch Frankreich wirklich angenehm. Man kann dann einfach dann auch die 30 km/h Spur nehmen und man fährt dann einfach durch. Dafür muss man aber eben auch das passende Fahrzeug haben. Die Mautthematik ist für Fahrzeuge, die über 3,5 Tonnen liegen und die höher sind als 3 Meter, immer gleich eine ganz andere. Hier sind wir unter 3 Metern. Die Fahrzeugbreite ist vielleicht das, was euch noch am ehesten dann im Alltag ja einschränken wird. 2,32 Meter Breite, das kriegt man nicht unbedingt in jede Parklücke rein. Und das ist dann auch auf engen Straßen, vielleicht sogar auf engen Bergpässen, wo man dann immer mal wieder um die Kehre drumherum muss. Vielleicht auch mal ein bisschen eng, aber wir haben zumindest einen kurzen Randstand mit 5,99 Meter. Habe ich auch mal einen Solifair gesehen und es geht weiter auf dem Messerundgang. Dux Camper zeigt dann hier auch mal, wie bei so einem Outdoor-Fahrzeug dann eine Außendusche aussehen kann. Hier an der Kabine befestigt, schnell zum Ausklappen. Und da ist der Duschkopf. So sieht dann so eine Wohnkabine aus, die ihr schön hinten auf einem Pickup-Truck dann natürlich montieren könnt. Adventure and Travel Ormo, ein Ormo-Camper haben wir hier. Dieser Camper-Aufsatz, Ormo KC Dux Camper Edition, kostet dann 41.900 Euro. Mir ist gerade so ein Geruch in die Nase gestiegen. Junge Frau, ja? Haben Sie zufälligerweise auch Fischfrikadellen? Ja. Jetzt wisst ihr, was kommt, ne? Eine Fischfrikadelle im Brötchen, bitte. Gerne. Mmh. Ein Genuss. Weiter geht's mit der Küstengarage. Und ein Renault Master. Wir hatten noch keinen Renault Master und wir hatten auch noch keinen Ford Custom.
Aber als erstes, und ich muss jetzt hier die ganze Zeit reden, weil die hier die ganze Zeit gerade I've Got the Power laufen haben, haben wir einen Artemis von Robeta, 75.000 Euro. Auf Renault Master, und da seht ihr schon mein erstes Problem. Ich bin 1,90 groß, also der Renault Master hier ist etwas verbaut. Im Bereich des Hekis, da kann ich tatsächlich stehen, direkt daneben. Da kann ich mich nur zusammenkauern. Also das gefällt mir tatsächlich überhaupt nicht, muss ich sagen. Sonst ist das ja bekannt von Robeta, dass die hier eine wirklich gute Ausstattung haben, alles. Dass das auch hochwertig verarbeitet ist und auch mal andere Grundrisse ermöglicht. Hier haben wir mal ein Badezimmer vom Robeta. Aber der ist mir einfach zu flach, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht mein. Dann haben wir hier 75.000 Euro. Ist ein Modelljahr 2022. Der ist also auch schon ein bisschen betagter. Dann gucken wir doch mal im Ford Custom weiter. Ne? Ford Active Bürstner auf Ford Custom. Es ist der Copa C530 Ford Trail. Wir liegen hier bei 63.000 Euro, Modelljahr 2023. Und so sieht das dann aus in so einem Fahrzeug. Hier haben wir ein Aufstelldach. Das bietet natürlich nochmal zusätzlichen Schlafraum. Da kann man dann nach oben dann auch abbiegen für Schlafen. Weil hier sehen wir jetzt mal tatsächlich, wie sowas dann aussehen kann in der Nutzung. Da ist dann also ein entsprechender Trennvorhang. Ist hier dann auch wirklich irgendwie duschtassenmäßig irgendwas, dass man hier drin duschen könnte in dem Fahrzeug? Ja. Da! Hier ist die gesamte Dusche drin verbaut. Das heißt also, nach unten runterklappen und dann steht man hier draußen quasi, aber mit Blick, du stehst hier drin. Da ist der Abfluss. Cool, und dann geht das auch in den Grauwassertank. Ja, genau. Hier hinter haben wir dann entsprechend dann den Grauwassertank, weil das wird ja immer wieder bei den kleinen Fahrzeugen bemängelt. Wo, die haben doch keine Toilette hier, denkst du, ne? Der hier hat Toilette. Und hier haben wir auch ein Klappwaschbecken, da kann man auch mal ein bisschen vernünftig Zähne putzen und trifft das Becken auch danach. Und auf der Seite haben wir dann die kleine Küche mit Kühlschrank. Wie sieht es hier mit Kochfunktion aus? Das ist, da vorne. Ich bin ja auch doof, ne? Das habe ich ja eben eigentlich schon gesehen, aber jetzt ist der Vorhang davor. Ja, ja. So, wir gehen noch mal einmal ganz kurz zur Küche gucken. Da ist sie, zwei Flammen und ein kleines Waschbecken, habt ihr auch. Da könnt ihr auf einem kleinen Fahrzeug unheimlich viel unterbringen. Und so ein Fahrzeug passt dann auch noch in eine normale Garage, auch in eine Tiefgarage. Vielen, vielen Dank. Da haben wir den Bereich Fans and Friends. Auf der Bühne findet auch gerade was statt. Gucken wir doch mal längs da. Hier fangen dann auch die Busbastler an. Da haben wir schon mal Maren Spitaler und Christian Zahl, der gehört mit dazu. Direkt daneben kommt dem einen oder anderen das Fahrzeug vielleicht von Sven Mamach bekannt vor. Den hat er jetzt vollflächig foliert. Ist wirklich schick geworden. Und er hat sich sogar eine Klingel angebaut hier. Die Busbastler haben ihre Fahrzeuge selber ausgebaut, stellen ihre Beispiele hier aus. Hier haben wir auch einen weiteren, der ist von Alena Seidel. Und wenn wir schon mal bei den Busbastlern sind, die dürfen hier natürlich nicht fehlen. Ne? Nina kennt ihr leider noch nicht. Ich habe nämlich die letztes Jahr schon abgefilmt, wenn du dich erinnerst. Und ich habe das nie gebracht, dich auch. Weil du hast dich beschwert und gesagt, ich bin gar nicht im Video. Und dann habe ich dich doch mit reingenommen. Weißt du, was passiert war? Hast du nicht gepostet. Das Mikrofon war aber aus, Akku war leer. Ich habe super Material mit den beiden gefilmt. Und nachher konnte ich mir nur angucken. Also jetzt können wir es nachholen. Ihr seid Busbastler, das ist euer Fahrzeug hier. Meiner inzwischen. Deiner inzwischen? Ui. Basti hat einen eigenen. Basti hat einen eigenen. Wir haben VW-Bus-Trennung. Ja. Oh, ist aber natürlich, man hat dann auch mehr Wohnraum. Ne? Man kann ja trotzdem auf denselben Parkplatz fahren. Kann man, aber man muss ja dazu sagen, das ist ja hier mein Hauptjob und Basti hat ja einen normalen Job. Hey. Genau, der ist ja jetzt mehr zu Hause und arbeitet aus dem Haus und sowas und ich bin wieder unterwegs. Fulltime. Ja.
ne? Ja. Ihr hattet auch mal, das war ja glaube ich damals Bunkercrew, ne? Immer noch, ja. Immer noch, ihr heißt immer noch Bunkercrew, aber ich habe ein Video von euch gesehen, wie ihr aus dem Bunker ausgezogen seid. Das heißt, der Name ist geblieben. Den lassen wir auch erstmal so, weil... Der ist eingeführt, den kennt man, ne? Und ich habe auch eine schicke Lösung schon. Ich hänge einfach ein Schild an die Scheune, da steht Bunker 2.0 drauf und dann passt das. Perfekt, perfekt. Also kann ich euch nur zustimmen. Eingeführte, erfolgreiche Namen, ne? Das ist halt der Ursprung. Deshalb soll man sowas ändern. Genau, ne? Weil man muss ja auch sagen, wir sind ja eine Crew, wir sind ja nicht nur wir beide. Ja. Wir sind ja auch Luca und Staller und unsere besten Kumpels dabei und die gehören dazu, deswegen bleibt das. Wunderbar. Und jetzt gehörst du ja mit zu den Busbastlern. Ich sehe jetzt, Sven Mamach ist da, einige Gesichter, die man so kennt. Ihr arbeitet zusammen als Busbastler. Ihr habt ein Buch rausgebracht. Genau. Ne? Das Busbastler-Handbuch, jawohl. Und ihr macht regelmäßig Workshops, habe ich gehört. Ne? Ja. Wir machen in ganz Deutschland Workshops zum Thema Selbstausbau, zum Thema, wie pflege ich meinen Van. Also Kfz-Technik haben wir auch. Wir machen Offroad-Training, Fahrsicherheitstraining, alles, was so dazugehört. Und machen das an verschiedenen Standorten. Also wir haben keine feste Werkstatt, sondern mieten uns bei Partnern ein und geben dann da Tagesworkshops. Ja. Genau. Guck mal, und wenn ihr da Interesse dran habt, ne, einfach mal gucken, haben wir hier die Webseite irgendwo? Busbastler.de. Sehr einfach. Ohne Bindestrich, ohne alles. Einfach so hintereinander weg. Jawohl. Klasse. Wo wir jetzt gerade bei den Busbastlern dabei sind. Hier hört ihr schon im Hintergrund die Bühne. Sven Mamach sitzt gerade da. Die erzählen jetzt nämlich auch gerade im Vortrag, was gibt es beim Ausbau alles zu beachten. Das findet ihr hier im Bereich Vans and Friends. Das findet also auch voraussichtlich nächstes Jahr wieder so statt. Kannst du das bitte so machen, wie ihr das eben gemacht habt? Was denn? Mit Yvonne? Mika! Ja! Komm schon! Mensch, erschreck mich nicht so! Ihr wisst, was kommt, ne? Wie isst man Burger? Genau. Für die Pommes okay. Da ist eine Gabel ganz praktisch. Heiko! Jetzt wollen das alle so haben, ne? Jetzt ist Heiko auch angeschrien worden. Das war ein Spaß. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm, aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr. Und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.